Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das IKEA Kallax Regal aufbauen und somit das Wandregal montieren und anschließend auch an die Wand aufhängen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal beim 2x2 Modell, doch natürlich funktioniert diese Anleitung auch relativ ähnlich für andere Varianten bzw. Größen. Und zuerst mal sollten wir unsere Kartons am besten alle vorsichtig auspacken und auf den Boden verteilen, dass wir einfach einen besseren Überblick haben. Zuerst einmal müssen wir einen Seitenteil, bei dem diese zwei Löcher jeweils auf der unteren Seite liegen, mit unserem Boden bzw. auch mit unserem Deckel verbinden. Die haben einfach hier oben drei Löcher und auch hier unten drei Löcher. Und dafür müssen wir mal auf der Rückseite zwei solcher relativ langen Schrauben hier hineindrehen. Das können wir entweder mit dem beigelegten Imbusschlüssel machen, dafür einfach diesen in den Plastikaufsatz reinsetzen. Oder du verwendest einen Akkuschrauber mit einem passenden Bit hier vorne. Bei meinem Makita Akkuschrauber kann ich übrigens hier die Drehmomentstufen einstellen. Ich verwende am liebsten bei dem Möbelaufbau Stufe 5 und somit sind auch alle Schrauben gleich fest angezogen. Im nächsten Schritt kann ich auch schon die Holzhübel mal in die vier mittleren Löcher hineinschlagen. Das geht am besten mit einem Hammer und ich verwende hierzu bewusst übrigens jetzt kein Holzleim, da ich mein Kallax-Regal einfach jederzeit wieder auseinanderbauen möchte. Wenn du trotzdem Holzleim verwenden möchtest, einfach hier vorne einen kleinen Tropfen draufgeben und wir können das Ganze auch schon reinschlagen. Vom Geräusch erkennt man normalerweise relativ gut, wann die Dübel ganz drinnen sind. Und jetzt nehme ich mir mal das kleinere Wandteil zur Hand. Das hat hier außen auch zwei solche Löcher und die kann ich mal ganz einfach in meine Dübel hier hineingeben und muss eventuell noch etwas mit der Hand nachklopfen. Danach benötigen wir das größere Wandteil und da gehen wir relativ ähnlich vor. Schauen, dass wir es in die Holzdübel hier außen hinein bekommen. Und wir können zwei weitere Holzdübel in diese Löcher hineingeben, dass dieses kurze Wandteil hier hinten festsitzt. Nun ein weiteres kurzes Wandteil einmal hier vorne aufbringen und vier weitere Holzdübel in die äußeren Wandteile hineingeben. Im nächsten Schritt das zweite Seitenteil anbringen, so dass auch wieder hier die zwei Löcher, wie natürlich bei der anderen Seite, nach unten schauen, da muss ich wieder darauf achten, dass natürlich meine Holzdübel reinpassen und das Ganze sauber reinklopfen. Und wir können unseren Boden auch schon mal mit dem Kallax-Regal verbinden. Was ich übrigens vergessen habe zu erwähnen, wir müssen unseren Deckel bzw. Boden auch richtig rum einsetzen, denn dieser hat auf der Unterseite immer die Bohrlöcher so leicht eingesenkt. Das hat einfach den Vorteil, dass unsere Schraubenköpfe danach darin auch besser versenkt werden können. Nun das Regal aber erst einmal mit unseren vier langen Schrauben hier unten festschrauben und dort oben fehlen uns ja auch noch zwei lange Schrauben. Falls zwischen deinen beiden Bauteilen ein kleiner Spalt entsteht, solltest du am besten mal, bevor du das Ganze zusammenschraubst, noch ordentlich mit Kraft das Ganze zusammendrücken. Das Regal ist richtig aufgebaut und wenn du es später auf dem Boden stehen haben möchtest, dann am besten mal diese Filzgleiter noch abnehmen und auf der Unterseite über die Schrauben drüber geben, dass natürlich der Boden danach auch nicht verkratzt wird. Falls du übrigens Haustiere oder Kinder zu Hause hast, solltest du das Regal auf jeden Fall hier oben mal noch an der Wand irgendwie befestigen, da es natürlich zum Hochklettern einlädt und relativ leicht umkippen kann. Genauso gehen wir jetzt übrigens auch vor, wenn wir das Regal einfach etwas höher an unsere Wand hinhängen möchten. Hierfür sind diese zwei kleinen Löcher auf der Seite zuständig. Da kann ich nämlich auch schon den mitgelieferten Winkel einmal dementsprechend mit diesen kleinen Schrauben hier befestigen. Und wenn das Ganze jetzt zum Beispiel wie bei mir am Boden steht und eine Sockelleiste sich dahinter befindet, dann sollten wir am besten mal diese vorderen zwei Löcher verwenden, dass der Winkel natürlich auch etwas weit an die Wand hinterragt. Und wenn aber das Regal an die Wand gehängt wird, dann sollten wir relativ bündig mit der Wand sein. Da können wir auch diese zwei weiter hinterliegenden Löcher verwenden. Dasselbe Spiel müssen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite genauso machen und falls du das Regal, wie gesagt, an die Wand hängen möchtest, am besten mal noch eine zweite Person zur Hilfe rufen, die dein Regal jetzt einfach in die Luft hält. Schaut, dass hier oben die Wasserwaage auch schön gerade liegt und dann können wir nämlich auch schon dementsprechend mal beide Löcher hier hinten an unserer Wand schön anzeichnen.
Im nächsten Schritt können wir das Regal auf die Seite heben, das Loch dementsprechend mit einem passenden Bohrer natürlich bohren und unseren Dübel auch, den wo wir extra übrigens kaufen müssen, in das Bohrloch hineingeben. Danach passende Schrauben in die Dübel hineingeben, so dass die Schrauben aber auch etwas vorstehen, so dass ich jetzt nämlich meinen Schrank bzw. meinen Winkel hier ganz einfach schon auf die Schrauben hier drauf heben kann. Und wenn das Ganze von alleine hält, dann können wir mal die Feinjustierung mit diesem kleinen Blättchen hier machen. Bedeutet, ich muss das Ganze mal über meine Schraube hier vorne drüber geben, so dass die Öffnung von dem Blättchen nach oben zeigt. Und würde das Regal jetzt etwas schief sein, könnte ich das Blättchen noch etwas weiter nach oben bzw. etwas weiter nach unten heben. Und wenn wir dann aber zufrieden sind, die Schraube mal ganz fest anziehen und durch diese zwei Haken hier unten und auch hier oben wird das Blättchen jetzt ordentlich gegen den Winkel geschraubt und es kann nichts mehr verrutschen. Zum Schluss diese weiße Blende noch über den Winkel drüber geben, dass es natürlich auch optisch etwas hermacht. Und somit haben wir jetzt auch schon ein Kallax-Regal richtig montiert und vor allem auch richtig an die Wand gehängt. Und falls du jetzt übrigens auch noch bei diesem eine Schublade bzw. eine Tür einbauen möchtest, dann habe ich hierfür natürlich auch schon ein extra Video auf dem Kanal. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein Kallax-Regal in den verschiedensten Varianten bzw. Größen, passende Boxen, Türen und natürlich auch Schubladen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.